Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem April-Reset-Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Clara. Ich mache hier fast jeden Monat ein Reset-Video mit euch zusammen, um gut in den Monat zu starten, um meine Routinen zu zeigen, wie ich in den Monat starte. Und am allerwichtigsten natürlich, um über meine Bücher zu reden, die ich gelesen habe mit euch. Ich freue mich schon drauf. Ich habe gerade schon alles Organisatorische erledigt und so ein paar Sachen im Haushalt, die noch so anstanden. Und ich habe nämlich schon am Wochenende total viel erledigt bekommen. Heute ist der 1. April. Das Organisatorische habe ich gerade auch schon erledigt. Das heißt Überweisungen, pipapo. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt nämlich erst das Schöne. Und zwar mein Bullet Journal. Das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Und zwar zeige ich euch das April-Setup. Ich gehe meine März-Pläne durch, ob ich die geschafft habe oder nicht. Ich setze meine April-Ziele mit euch. Und es gibt noch eine Neuigkeit, die ich auch in meinem Bullet Journal tracke, die ich auch mit euch durchquatschen will. Let's go. Bobby ist auch dabei. Okay, Leute. Fangen wir an. Wo fangen wir an? Vielleicht erstmal ein kurzer Recap vom März. Ich habe im März meine gelesenen Seiten getrackt. Ich muss sagen, ich habe zum Ende des Monats hin wirklich viel gelesen. Und es war auch ganz lustig, die zu tracken, aber hat mir irgendwie nicht so viel gebracht. Deswegen habe ich es wieder aufgehört. Also jetzt im April wird es das nicht geben. Fangen wir erstmal an, einen März-Recap zu machen. Ich gehe jetzt nicht komplett ins Detail. Ich habe auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Monat gehabt. Aber machen wir einmal die Pläne, beziehungsweise gucken wir mal, ob ich die Pläne eingehalten habe. Einmal Inliner fahren gehen, habe ich schon mal nicht gemacht. Lag jetzt aber vor allem auch daran, weil ich halt das neue Tattoo habe und das noch verheilen muss. Und am Samstag, also vorgestern, wäre ich eigentlich super gerne Inliner gefahren. Aber ich musste mein Tattoo noch verheilen. Also haben wir das leider nicht gemacht. Das zweite, was ich mir vorgenommen habe, war Habits brechen fürs Reisen und dies akzeptieren. Und das habe ich ganz gut hinbekommen. Ich war wirklich viel unterwegs im Monat und ich habe es aber auch hinbekommen, dass das jetzt nicht irgendwie auf meine Stimmung geschlagen hat, dass ich dann meine Habits nicht eingehalten habe. Ja, ich habe die halt einfach mal gebrochen und das war okay. Ich habe es akzeptiert. Das kann ich wirklich abhaken. Dann habe ich noch mir vorgenommen, einen Lesetag veranstalten und auch das habe ich gemacht. Ich habe jetzt am Wochenende wirklich richtig viel gelesen. Also für meine Verhältnisse, andere lesen hunderte Seiten am Tag. Bei mir ist so das Maximum so 150 um den Dreh. It is what it is. Und Geldeinnahme vorantreiben. Gut, ja, hier und da habe ich bestimmt Schritte nach vorne gemacht, was das angeht. Haken wir es einfach mal ab. Ich habe wie immer mein Deckblatt. Einmal mit einem wunderschönen, wie sagt man nochmal, Vision Board. Also ausgedruckte Blätter, die halt für den April irgendwie sind. Ich möchte auf jeden Fall draußen lesen. Ich habe so ein paar Regenbilder auch, weil ich liebe Regen, wenn es so ein bisschen wärmer wird und im Frühling und sowas. Ich liebe das. Hier auch April Shower. When the April shower falls in late spring, put down your umbrella and walk in the rain. We are like flowers that bloom in May. Poetisch. Und noch so ein paar Blümchen. Auf jeden Fall lesen, Fahrrad fahren. Und ich möchte Heels-Kurse machen. Deswegen habe ich das auch mit drin. Ansonsten habe ich hier noch so ein paar süße Sticker. Ich mag es sehr gerne. So, und wenn ich jetzt umblätter, erwarten hier schon uns die Aprilpläne. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Aber dafür sind wir jetzt hier. Ich glaube, dieses Mal möchte ich wirklich Inliner fahren gehen. Also ich schreibe es mir jetzt auch nochmal auf. Und dann möchte ich, wie gesagt, Heels-Kurse besuchen. Und zwar gibt es da einen bei einer Pole-Trainerin. Ich vergötter die. Ich liebe die. Ich gucke mir ihre Videos täglich angefühlt. Und immer wenn sie postet, bin ich direkt so, oh mein Gott, neues Video, I have to see. Setz es mir einfach mal als Ziel. Heels-Kurse machen. Ich glaube, ein Picknick möchte ich auch machen. Ja, ich habe Lust auf Picknick im Frühling. Wird ja jetzt gutes Wetter. Was kann ich mir noch vornehmen? Ich bin irgendwie nicht mehr so der Planmensch von wegen, oh, ich will das und das an Videos hochladen und ich will dies machen und das machen. Ich will 100 Mal zum Sport gehen. Ich nutze es mehr so wie so eine Bucketlist mittlerweile. Einfach, damit da mehr Freude hinter ist auch wieder. Ich glaube, ich nehme mir dennoch vor, wieder ins Gym zu gehen. Außer natürlich jetzt in der ersten Woche, weil mein Tattoo muss immer noch verheilen. Und was habe ich gerade gesagt? Was wollte ich mir noch vornehmen? Ah, Tierarzt. Tierarzt steht wirklich jetzt auf meiner Liste. Und 4 Bücher lesen. Ey, ich bin motiviert. Ich bin motiviert. Ich schreibe jetzt einfach mal alles auf. Gut, ich habe mir sehr viel vorgenommen, aber egal. Inliner fahren gehen, Heels-Kurse, ein Picknick, dreimal die Woche Gym, Tierarzt und 4 Bücher lesen. In einem Monat seht ihr dann im nächsten Reset-Video, was ich davon alles gemacht habe und was nicht. Alles natürlich. Hoffen wir mal. So, auf der nächsten Seite sind wieder wie immer meine Tracker und meine Habit-Tracker müssen auch noch gefüllt werden. Ich habe eigentlich letzten Monat ganz gute Sachen getrackt. Eine Sache hat gar nicht hingehauen. Also Sport war bei mir sehr unregelmäßig, einfach wegen dem Tattoo. Ich weiß, es ist
eine Ausrede, aber eigentlich ist es keine Ausrede, das ist einfach nur eine Erklärung. Meditation hat eigentlich auch unter der Woche immer ganz gut funktioniert, aber auch nicht so regelmäßig. Healthy Food hat sehr gut funktioniert. YouTube habe ich auch wirklich viel für gemacht, vor allem halt immer am Wochenende. Screen Time unter 3 Stunden hat auch gut funktioniert. Und Lights Out at 22, also um 10 Uhr abends das Licht ausmachen, hat genau 4-mal funktioniert. Aber hey, immerhin. Ich habe schon überlegt, ob ich mir statt Lights Out at 22 mir Aufstehen um 6 vornehme. Ja doch, das mache ich. Also ich glaube, ich übernehme alles so. Nur halt, dass ich Lights Out at 10 mit 6 Uhr Aufstehen austausche. Weil ich schaffe es nicht immer um 10 aufzustehen. Ihr müsst wissen, ich arbeite ja auch nur 4 Tage. Und es sind ja auch wirklich nur für die Arbeitstage, dass ich um 10 Uhr schlafen will und um 6 Uhr aufstehen will. Aber ich schaffe es halt manchmal einfach nicht, um 10 Uhr schlafen zu gehen. Vor allem nicht, wenn ich im Büro bin, danach noch zur Therapie fahre, nach Hause fahre, essen muss. Dann ist schon 10 Uhr. Und dann muss ich ja auch noch lesen, um runterzukommen. You know. Tada! Jetzt stehen hier auch meine Habits mit drin. Ich bin mal gespannt. Ich möchte auf jeden Fall das Meditieren. Oh, ich sage das jedes Mal, ich will das mehr durchziehen. Aber irgendwie ist gerade so eine Phase, es fällt mir auch sehr schwer zu meditieren. Also ich kann einfach nicht so gut abschalten. Aber jetzt ist das Bullet Journal auf jeden Fall mit Plänen, mit Habits, die ich tracken will für den April. Vorbereitet! Ich mache jetzt noch eben die etwas privateren Sachen, wie Highlight of the Month. Das fülle ich jetzt noch eben und dann hören wir uns gleich wieder. Übrigens ganz kurz noch, so weit ist jetzt übrigens mein Leseregal. Ich habe mir vorgenommen, 50 Bücher zu lesen. Ich habe jetzt 12, was eine gute Statistik ist auf jeden Fall, um die 50 Bücher voll zu bekommen in diesem Jahr. Und es sieht so schön aus. Es ist schön bunt. Ich liebe es komplett. Leute, ich möchte echt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe wirklich so viele schöne Sachen im März erlebt. Sarah war zu Besuch. Wir haben super viele schöne Sachen gemacht. Ich war mit meinem Papa, mit dem ich draußen laufen war und in Köln war. Ich habe den Geburtstag von einer sehr, sehr, sehr guten Freundin gefeiert. Wir waren in Füssen und in Schloss Neuschwanstein. Ich habe Pole-Training in München gemacht. Ich habe mein Rückentattoo bekommen. Ich habe mir die Haare rot gefärbt. Ich hatte ein Osterfestessen und noch einen schönen Sonntagsbrunch gestern. Wirklich dieser Monat war echt toll und komplett gefüllt mit Highlights. Und Liebe geht raus an jeden, der Teil dieser Highlights war. Liebe Grüße! Okay, Leute, ich habe euch schon vor Monaten mal, also letztes Jahr irgendwann, von meinem Budgetplan erzählt. Beziehungsweise von meiner Einkommen-Ausgabenliste. Und ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen erweitert, weil... Ich will nicht sagen, ich bin broke, weil ich bin nicht broke, aber I'm on a budget, okay? Ich verdiene halt einfach nicht mehr so viel Geld, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Plan überlegt, wie ich nicht 110% meines Gehalts ausgebe jeden Monat, sondern spare. Und zwar habe ich als allererstes mal den Betrag, den ich sparen möchte, und das sind 150 Euro pro Monat, in meine Ausgabenliste gepackt. Also es ist jetzt quasi eine fixe Ausgabe, dass ich 150 Euro im Monat spare, an die ich nicht rangehe. Und dann hat es mir angezeigt, wie viel Geld ich noch übrig habe quasi. Und das waren pipapo 300 Euro. Und diese 300 Euro habe ich jetzt in einem Budgetplaner zusammengefasst bzw. aufgeteilt, weil ich habe eine sehr gute Freundin und die arbeitet auch mit einem Budget und ich habe mit ihr gesprochen und gemerkt, dass mir das, glaube ich, sehr gut tun wird und dass das auch so gerade der einzige Faktor ist, wie ich es irgendwie schaffe, Geld zu sparen. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich einfach meine Ausgaben getrackt habe. Das war im Februar und das Ganze sah dann so aus, dass ich einfach wirklich jedes Mal, wenn ich Geld ausgegeben habe, es eingetragen habe. Aber ich habe mich dadurch so schlecht gefühlt, weil jedes Mal, wenn ich Geld ausgegeben habe, habe ich ja Geld ausgegeben und dachte mir so, oh, das hätte ich mir jetzt aber sparen können. Ach, war das jetzt nötig, diese 13 Euro hier auszugeben? Und ich will mich aber nicht schlecht fühlen, weil manchmal gibt man gern Geld aus oder es gibt halt auch Konsumgüter oder wenn ich essen gehe oder sowas. Ich mache es so gerne und ich will mich nicht jedes Mal schlecht fühlen und deswegen arbeite ich jetzt mit den Budgets. Und ich habe mir das Ganze so aufgeteilt, dass ich 50 Euro fürs Essen gehen habe, 20 Euro für Bücher habe, 30 Euro für Freizeitaktivitäten, also Kino, Museum, sowas, 40 Euro für Kleidung und 160 Euro für Sonstiges. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt der erste Monat. Das ist so ein Trial Month quasi. Und ja, ich werde es auch so machen, dass wenn was übrig bleibt, ich jetzt mit in den nächsten Monat nehme, weil zum Beispiel kaufe ich mir nicht jeden Monat 40 Euro Klamotten. Beziehungsweise ich kaufe mir nicht generell jeden Monat Klamotten. Aber manchmal möchte ich halt eine Sache kaufen, die ein bisschen teurer ist. Zum Beispiel ein paar Schuhe. Und dann mache ich es halt einfach so, dass ich halt 2 Monate nichts kaufe. Und dann habe ich quasi 120 Euro, um für ein paar Schuhe auszugeben. You know the deal. Und
genauso mit dem Sonstigen. Also wenn ich mir irgendwie was kaufen möchte, was irgendwie 300 Euro kostet oder sowas, dann spare ich halt einen Monat und kann mir das im nächsten Monat potenziell leisten, wenn ich mein Geld nicht für andere Sachen ausgebe. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Das sind halt jetzt, glaube ich, genau 300 Euro. Ja, das sind genau 300 Euro, die jetzt hier in dieses Budget aufgeteilt sind. Und wenn ich jetzt Geld ausgebe, dann nehme ich mir irgendeinen schönen bunten Textmarker und male das hier dann so ein, damit das am Ende so ein Kuchendiagramm wird und es dann schön aussieht und es mir Spaß macht. Und ich dann sehe, wie viel Geld ich am Ende noch übrig habe. Und ich finde, das ist so geil, wirklich. Es ist einfach so eine Genius-Idee. Vielen, vielen Dank hier auch nochmal an Sarah an dieser Stelle dafür, dass ich das hier mit ihr so aufgesetzt habe. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall im nächsten Reset-Video updaten, wie das gelaufen ist, wie viel Geld ich am Ende noch übrig hatte, ob ich noch was zusätzlich sparen konnte. Let's see, Leute, let's see. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie, ich möchte mir schon ewig mein Parfüm nachkaufen, aber es ist halt einfach teuer. Deswegen kaufe ich es nie, weil ich mir dann denke, oh nee, kann ich mir bestimmt nicht leisten. Aber jetzt sehe ich es ja, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Und ich muss halt jetzt auch lernen oder ich lerne dadurch auch dann einfach mal auch Nein zu Sachen zu sagen. Wenn meine 50 Euro aufgebraucht sind fürs Essen gehen, dann gehe ich halt verfickt nochmal nicht nochmal essen. Ja, und das ist alles, was so im Bullet Journal los ist. Okay, Leute, es wird Zeit, über die Bücher zu sprechen, die ich gelesen habe. Da ich letzten Monat kein Reset-Video gemacht habe, werde ich jetzt vom Februar und vom März die Bücher durchgehen, die ich gelesen habe. Also stellt euch schon mal ein, dass das hier jetzt ein ellenlanger Monolog sein wird. Vor allem habe ich wirklich auch richtig gute Bücher gelesen. Ich muss einfach sagen, es waren gute Lesemonate, Februar und März. So, ich muss kurz meine Liste raussuchen, weil ich nicht mehr genau weiß, in welcher Reihenfolge ich meine Bücher gelesen habe. Aber ich habe sie schon vorbereitet. Das erste Buch, was ich im Februar beendet habe, ist A Court of Silver Flames. Das ist der fünfte und bisher letzte Teil von der Agatha-Reihe. Es kommen noch zwei weitere, aber das ist der latest release und es erzählt die Geschichte von Nesta. Und ich liebe Nesta. Ich liebe Nesta so sehr, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich fand es so, so, so cool. Ich fand die Charaktere richtig cool. Ich fand die Entwicklung von ihr cool. Es hat sich an manchen Stellen recht gezogen. Deswegen habe ich dem Buch nur 4 Sterne gegeben, soweit ich weiß. Ja, 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Ich weiß nicht mal genau, warum. Irgendwas war da, glaube ich, noch, was mich gestört hat. Aber ja, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, gell? Agatha ist einfach eine tolle Reihe. Das zweite Buch, was ich im Februar gelesen habe, ist Daisy Hates. Und Leute, wie ihr wisst, Magnolia Parks ist meine Bibel, mein Ein und Alles. Ich habe Magnolia Parks 6 Sterne gegeben. Und Daisy Hates spielt im gleichen Zeitraum. Also man hat quasi Magnolia Park zu Ende gelesen und dann geht man nochmal zurück in der Zeit und fängt hier in der gleichen Zeit an, wo Magnolia Parks angefangen hat. Und ich muss sagen, mich hat es am Anfang sehr irritiert. Mich hat es sehr aus der Bahn geworfen. Ich mochte Daisy nicht wirklich. Ich mag auch Christian irgendwie nicht so sehr. In den Magnolia Parks Büchern geht es um Magnolia und BJ und hier geht es um Daisy, um Christian und um Daisys Bruder Julian. Und irgendwie fand ich es komisch. Ich fand es so ein bisschen Magnolia Parks 2.0, auch mit Daisys Romance-Geschichte, Background-Story. Ich fand es aber irgendwie nicht so relatable und schön und es war alles so ein bisschen abstrakt für mich. Deswegen habe ich diesem Buch 3 Sterne gegeben. Es geht halt auch um viel illegale Arbeit, um Kunstdiebstahl, um Gewalt, um Ganglord-Shit. Und irgendwie hat mich das nicht so ganz abgeholt. Ich fand halt bei Magnolia Parks es so schön, weil es so realistic für mich waren. Das hat sich so echt angefühlt und das hat sich halt ein bisschen weniger echt angefühlt. Deswegen habe ich dem Buch 3 Sterne gegeben. Hab's aber trotzdem enjoyed und wie gesagt, 3 Sterne. Ich war nicht der größte Fan von Daisy. Danach bin ich in Kindle Unlimited in Twisted Love reingesprungen. Ich liebe ja die King of Sins Reihe von Anna Huang. Ist Billionaire Romance und die King of Sins Reihe ist einfach super nice, super spicy. Und ich dachte mir, komm, lese ich die Twisted Reihe. In Twisted Love ist es, ich glaube, irgendwer hat auch mal Enemies to Lovers gesagt, aber ganz ehrlich, es ist nicht Enemies. Also es geht halt um ein Mädel. Ich habe schon ihren Namen vergessen. Wirklich, ich habe alle Namen vergessen aus diesem Buch. Ich glaube, Alex heißt der Typ. Auf jeden Fall, er zieht neben ihr ein, weil ihr Bruder geht weg und irgendwer muss ja auf sie aufpassen und deswegen zieht dieser Alex da ein und dann ist es so ein bisschen Forbidden Love, weil es ist doch der beste Freund vom Bruder und er ist so mega unapproachable und eigentlich total schwer zu knacken und steht auf komplett abgespacedes Zeug. Ja, ich war nicht so überzeugt. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Es war so ein nice Read, aber es ist jetzt irgendwie, es kam für mich nicht an die King of Sins Reihe. Es war für mich einfach so, ja, ganz nice to read, aber ich war da irgendwie nicht so into it. Fun Fact, ich habe auch Twisted Games angefangen, habe ich abgebrochen ab der Hälfte, weil ich es einfach nie lesen kann. Ich weiß nicht, es interessiert mich nicht. Ich finde es super langweilig. Ja, schade. Aber diesen Monat kommt der neue King of Sins Teil, deswegen bin ich da schon wieder gut bedient dann. Nach Twisted Love
bin ich wieder zurückgegangen und habe Magnolia Parks The Long Way Home gelesen. Und Leute, ich liebe Magnolia einfach so sehr. Magnolia ist einfach der lustigste Charakter, den ich jemals irgendwo gelesen habe. Sie sagt solche unhinged Sachen und ist so komplett, wirklich, sie hat gar keinen Filter. Sie ist einfach, allein die erste Seite hatte mich so zum Lachen gebracht. Wirklich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich liebe diese Frau. Ich liebe sie und BJ zusammen. Ich muss sagen, manche Teile dieses Buchs waren so ein bisschen zu lang gezogen oder haben mich einfach so ein bisschen abgefuckt. Deswegen gab es nur 5 Sterne und keine 6 Sterne. Es war trotzdem Perfektion. Also es war einfach trotzdem so ein tolles Buch. Ich habe es so gerne gelesen. So schöne Zitate, wirklich. Jessa Hastings weiß einfach, wie man gut schreibt. Ich liebe alle Charaktere so sehr aus diesem Buch, wirklich. Und das Ende hat mich zerstört. Komplett. Also wirklich, ich bin einfach nur immer noch nicht drüber hinweg. Noch lange nicht. Und außerdem gibt es hier so eine Phase, wo sie auch noch wen anders datet aus dem ganzen Universum, was auch ganz spannend war und was nochmal später aufgegriffen wird. 5 Sterne. Ich liebe Magnolia. Meine Bibel. Meine Bibel. Dann war ich jetzt im März natürlich ganz viel unterwegs und habe eigentlich nur noch auf meinem Kindle gelesen. Und das erste Buch, was ich da beendet habe, ist The Serpent and the Wings of Night. Und Leute, das war so gut. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also es ist quasi wie Hunger Games. Es gibt da auch so einen Wettbewerb, den man halt gewinnen kann, den auch nur einer gewinnen kann. Und es gibt in dieser Welt auch Götter. Also es gibt verschiedene Götter und dann gibt es eben die eine Göttin, die quasi Vampire erschaffen hat. Es geht um Uriah und Uriah ist ein Mensch in dieser Vampirwelt und will aber auch an diesem Hunger Games mit Vampiren teilnehmen. Und ja, es ist ein absoluter Slow Burn Romance Teil auch noch dabei. Also es ist komplett High Stakes mit Politics und sowas auch, aber eben auch dieser Slow Burn Romance Aspekt. Und es hat so Spaß gemacht, das zu lesen, wirklich. Ich habe dem Buch auch 4 Sterne gegeben. Für mich ist einfach dieses Setting nicht so ganz mein. Also ich stehe nicht so auf Vampire und ich fand auch manche Sachen so ein bisschen zu viel. Also wenn die ganze Zeit irgendwas von Blut beschrieben wird und sowas, der wurde mir ein bisschen schlecht, ich bin ehrlich. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Die Charaktere waren okay, die waren gut, aber sie waren jetzt nicht hervorragend. Also für mich macht es immer noch mal so vom Gefühl her einen Unterschied, ob jetzt ein Charakter gut geschrieben ist oder ob der hervorragend geschrieben ist. Es gibt in manchen Reihen so Charaktere, da denke ich mir so, oh, ich liebe diesen Charakter. Ich liebe es immer, wenn er irgendwas sagt. Und hier war es so, ich habe die schon gemocht, aber es war jetzt nicht so, dass die irgendwie so herausgestochen haben, dass ich mich so für immer an die erinnern werde. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich dem Buch nur 4 Sterne gegeben, aber trotzdem wirklich ein absolut guter Read. Falls ihr Kindle Unlimited habt, lest das. Oder falls ihr nicht habt, lest es trotzdem. Holt euch das Buch. Es war wirklich toll. Falls ihr auf Vampire steht, sowieso. Falls ihr Hunger Games gemacht habt, sowieso. Fette Empfehlung. Dann habe ich noch parallel angefangen gehabt. Cruel Prince. Und habe es dann aber erstmal beiseite gelegt und habe es dann später wieder beendet. Ich muss sagen, ich bin mit diesem Buch gar nicht warm geworden. Ich fand es sehr schlecht geschrieben tatsächlich. Es tut mir so leid, weil ich weiß, dass so viele Leute diese Bücher lieben. Aber ich fand das Buch einfach schlecht geschrieben. Ich fand es sehr inkohärent geschrieben. Ich konnte der Story nicht gut folgen und nicht, weil ich irgendwie dumm bin oder nicht viel lese und das deshalb irgendwie schwierig ist, sondern einfach, weil es schlecht geschrieben ist und irgendwie, so zum Beispiel Sarah J. Maas macht halt super gutes Beschreiben. Sie erwähnt immer mal wieder, wie eine Person aussieht, sein goldenes Haar, sein rotes Haar, seine Hörner, sein was auch immer. Und man weiß einfach immer im Kopf, wie diese Person aussieht. Und bei Cruel Prince habe ich es einfach regelmäßig vergessen, weil es wurde so einmal gesagt und dann wurde immer nur wieder der Name gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Also es war nicht so, dass es irgendwie so beschreibend war, sondern es war wirklich einfach nur so, es war telling. Es war kein showing, es war telling. Also es war auch wirklich so, ich mache das, er macht das, sie denkt das, sie fühlt sich so. Also es war wirklich komplett beschreibend einfach nur, meiner Meinung nach. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich habe dem Buch trotzdem 2,5 Sterne gegeben. Das Ende war wirklich random. Ich fand es auch so short-sighted und so random einfach. 2,5 Sterne. Es ist aber trotzdem ganz nett. Also die Fairy-Welt ist einfach ganz spannend. Ich habe gar nicht gesagt, worum es geht. Es ist ein Fantasy-Buch. Es geht auch um Fairies, also genauso wie zum Beispiel in Ekata. Aber auch sie ist ein Mensch, der in dieser Fairy-Welt halt quasi gelandet ist, weil ihre Eltern tot sind und sie dort jetzt quasi großgezogen worden ist. Auch das am Anfang total weird. So weird. Also wirklich dieser Fairy Dude bringt ihre Eltern um. Ja, und das ist kein Spoiler, weil es ist legit die erste Szene. Dieser Fairy Dude bringt ihre Eltern um, nimmt sie mit in die Fairy Welt und sie findet es dort auch noch toll. Und sagt dann, ja, das ist ja mein Papa. Bitch, what the fuck? Und dieses Enemies to Lovers, ja, es ist ein Enemies to Lovers. Der Lover-Teil ist noch nicht gekommen, aber wirklich, also es ist eigentlich nicht Enemies, es ist einfach nur Mobbing. Es ist straight up Mobbing und es war so unangenehm, das zu lesen.
Also wirklich auch Trigger Warning, ne? Also falls ihr irgendwie Mobbing erlebt habt oder sowas. Ich fand das schlimm. Ich fand es schlimm zu lesen. I don't like. Me no likey. Genug gerantet. Danach bin ich dann in den zweiten Teil von dem Vampir Hunger Games Ding gegangen. Das ist auch eine Duology. Also ist jetzt abgeschlossen. The Ashes and the Star-Cursed King. Wirklich, ich sag's immer wieder, aber es sind einfach zu lange Namen. Und auch das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es war jetzt halt eben nicht mehr diese Hunger Games Szenarik, sondern bis danach und sehr viel Politik und sehr viel die verschiedenen Courts, die irgendwie existieren oder die verschiedenen Häuser, die existieren und wer quasi König wird und es war sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr toll. Hat sehr, sehr Spaß gemacht zu lesen. Ich fand das Ende auch toll. Ich fand deren Romance toll. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es war wirklich, es gab ein paar Plot-Twists, die ich nicht kommen sehen habe, die wirklich toll waren. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann das letzte Buch, was ich jetzt im März beendet habe, ist Daisy Hates The Great Undoing. Und nachdem ich dem ersten Daisy Hates Teil nur 3 Sterne gegeben habe, muss ich sagen, dass das hier aus der Reihe auch schon wieder 5 Sterne war. Vielleicht liegt es daran, dass hier Magnolia auch sehr viel drin vorkam, weil ich Magnolia einfach wirklich, wirklich liebe. Aber oh, es war einfach wirklich, das war jetzt einfach so viel besser als der erste Daisy Hates Teil, weil es nicht die ganze Zeit einfach nur, der liebt mich gar nicht. Und dann eher so, die liebt mich gar nicht. Und hätten sie einfach mal miteinander gesprochen, dann wäre alles gut gewesen. Aber nein. Und hier war schon mal wieder viel mehr Tiefe, viel mehr Dramatik. Ich lieb's. Ich hab's auch geliebt. Ich will nicht spoilern. Ich hab's auch geliebt, ein Plot aus diesem Buch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es war wirklich einfach großartig, einfach toll und es ist auch so lustig, weil manche Sachen, die wir hier aus diesem Buch wissen, die weiß Magnolia gar nicht und die kommen einfach null in diesen Büchern vor. Es ist so gut, es ist so geil geschrieben. Sie ist so unwissend. Ich finde mittlerweile, das hier war jetzt wirklich eine sehr gute Ergänzung. Sorry to say, aber ich sehe diese Bücher nur als Ergänzung, weil es halt eben hier geht die Zeit voran und hier schreiben wir ja nochmal in der Zeit zurück. Also ist es genauso, dass hier Anfang Ende Zeit und dass das hier nochmal quasi dort angefangen hat, in der Zeit, wo das angefangen hat. Deswegen sehe ich es als Ergänzung, aber es war eine wirklich, wirklich fantastische Ergänzung zu diesem Buch. 5 Sterne. Ich liebe es über alles. Ich habe mich auch mittlerweile mit Daisy angefreundet, aber Daisy ist auch einfach nicht mehr so eine Bitch. I have to say it. Daisy ist einfach nicht mehr so eine Bitch, deswegen konnte ich mich mit ihr anfreunden. Und das Cover ist auch einfach, ich glaube, das ist mein Lieblingscover von allen Covern von dieser Reihe. Und das waren die Bücher, die ich im Februar und im März gelesen habe. Ich kann euch gerne noch einen kleinen Ausblick geben, was ich jetzt im April lesen werde. Eine Sache, wo ich gerade schon dran bin, ist natürlich der letzte Magnolia Parks Teil, Magnolia Parks Into the Dark. Das wird die Geschichte von Magnolia und BJ beenden. Es wird noch, soweit ich es weiß, 2 weitere Daisy Hates Bücher geben. Und ja, ich bin überhaupt nicht ready. Also so wie das letzte Magnolia Parks Buch geendet ist. Der Anfang war bitter und traurig und schlimm. Es gab ein Kapitel, wirklich, das war so gemein. Es war so gemein, uns denken zu lassen, dass das so ist, wie wir dachten, dass es ist. Oh, auf jeden Fall, ich liebe das Buch bis jetzt schon wirklich, wirklich sehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nochmal ein Six-Star wird. Und ich habe diese Bücher und diese Charaktere so sehr in mein Herz geschlossen. Wirklich, für mich sind es so reale Menschen einfach mittlerweile. Wirklich, diese Gefühle und wie unterschiedlich die Charaktere geschrieben sind. Also wie unterschiedlich die auch reden. Und oh, es ist wirklich ein Meisterwerk für mich. Was werde ich noch lesen? Ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Kopf mehr gemacht, was ich jetzt nächstes lesen werde. Ich glaube, ich habe Lust auf ein Ellie Hazelwood Buch. Entweder The Love Hypothesis oder Check and Mate. Ich glaube, eins von den beiden werde ich als nächstes auch lesen. Einfach weil ich wirklich Bock habe, mal Ellie Hazelwood zu lesen. Ich habe ja noch nie ein Buch von ihr gelesen. Und ja, ich glaube, nach Magnolia Parks wird es ganz gut, mal irgendwie was Leichtes zu lesen. Vielleicht dann sogar das hier. Oh, und worauf ich auch mich schon sehr, sehr, sehr freue, ist die Caraville-Trilogie, weil das ist quasi die Trilogie, die man vor Once Upon a Broken Heart lesen kann. Nicht muss, aber kann. Und die würde ich ganz gerne vorher lesen. Ja, ich glaube, das ist, was ich so noch lesen werde diesen Monat. Aber bei mir kann sich auch immer alles ändern. Vielleicht lese ich auch noch irgendwas auf Kindle Unlimited. Bisher weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich muss auch erstmal durch diesen 700-Seiten-Brecher kommen. Ich meine, ich habe schon 200 Seiten geschafft. Ich habe das Buch vorgestern angefangen. Finde es nicht schlecht. Ich werde heute sicherlich auch noch viel lesen.
Okay, Leute. Das war das perfekte Reset-Bad, um diesen Monthly Reset abzurunden. Ich fühle mich gerade so refreshed. Ich habe meine Fußnägel lackiert. Ich habe meine Haare gewaschen. Ich habe meine Skincare gerade gemacht. Ich werde mir gleich noch meine Hände eincremen. Die sind irgendwie total trocken. Oh mein Gott. Aha. I'm so happy. Es war auch das erste Bad jetzt, seitdem ich das neue Tattoo habe. Und ich fühle mich einfach richtig gut. Jetzt kann ich schlafen und mich richtig doll entspannen. Und ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Lasst wie immer gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für den April Tolles vorhabt. Was ihr euch vornehmt, Schönes. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Haut rein, macht's gut. Ciao.